finde ich gut. Okay, jetzt mal mit Trey. Dann wird das ein Game Over wahrscheinlich sein. Weil das gibt's auch selten. Ja. In diesem Stadium dann schon zwei. Aber lass uns nicht nachgucken, lass uns einfach mal machen, oder? Also wir sehen es jetzt auch sowieso, wenn wir. Ich muss ja jetzt. Ja, okay, ist Game Over. Ja, es gab auch schon Sachen, wo es dann auch hier nachweist. Stimmt auch wieder, das ist auch recht, ja. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Habe ich halt. Ach, weil Kay dann geht. Ja, genau. Jetzt sind sie ja gar nicht dazugekommen. Ja. Aber dann hätten wir. Dio macht das Excalibur kaputt. Da hätten wir zwei K-Game Over. What are you gonna do? So das Gespräch brauchen wir nicht. Das ist so lustig. Nein! Betray. You gotta be kidding me, Sigma. Ich glaube, sie werden wieder voll auf dieses. Ich weiß, es ist, als ob jemand anders meine Hand kontrolliert hat, gehen. Dio glanced over at us as he exited his own room. I looked away before he could make eye contact. Sigma, why? After all that stuff you said. I mean, it's not like I'm criticizing you. I think you made the right decision. You don't need to apologize. I think I would have chosen betray if I was in your position. We'll find another way, all right? We just have to keep an eye on Dio. As soon as he gives us an opening, we take it. And I'm sure Alice will help us too. Did you tell her? It's okay. We can trust Alice. There's no way she told him. That's good. Anyway, let's go check the results. Yeah. Weil wir wissen ja, dass die beiden in einer anderen Organisation sind. Genau. Da ist es, glaube ich, wahrscheinlich, wenn wir davon ausgehen können. Okay. Ich gehe jetzt hier einfach rein. Ja. Nein, will ich nicht machen. Din, din, din. Sigma, you son of a. Results from please. Hey, aber keiner stirbt sofort, das ist das nicht schön? Hey, what the hell is this? Sorry, decided to choose betray. Oh. So you don't care what happens to Quark. What kind of cold-hearted bastard are you? Jeez. Please, just give it back. Hey, Sigma? What are you talking about? We found the Excalibur in the laboratory. Aber eine Frage. Dio stole it. Das denke ich mir immer mal wieder bei Filmen und Serien, wenn es eine irgendwie einen kleinen Behälter mit Flüssigkeiten gibt, die wichtig sind und dann gehen die kaputt. Ja. In diesem Fall sind wir ja in einem großen Betongebäude. Sollte das man das auf den Boden fallen lassen, gäbe es gar nicht die Möglichkeit, da wieder genug von aufzukratzen. Das geht doch nicht in den Boden sofort rein, in den Betonboden. Also wenn man ein Tuch hat, eigentlich schon. Man würde ziemlich viel davon wieder aufnehmen können. Aber das hat nie irgendjemand in irgendeinem Medium jemals gemacht. Das Ding ist, es wird ja quasi kompromittiert durch die Stoffe, die auf dem Boden sind. Deswegen war ja keine Ahnung, wie das irgendwas an der Zusammenstellung ändern würde. Also es wäre auf jeden Fall dreckig. Ein bisschen dreckiger, ja. Mein Gott. Aber es kann sein, dass es ja trotzdem reinigt den Magen. Man einerseits wird man geheilt und es reinigt den Magen. Und wir wissen ja gar nicht, wie viel man braucht, um zu heilen. Ja, eine Flasche oder halt, das wissen wir. Ja, das wäre noch stimmt, zu wenig. Wir wissen, dass das zu wenig ist für zwei. Ja, das stimmt. Aber so grundsätzlich, manchmal braucht man in manchen Medien, in manchen Geschichten nur so einen Tropfen und dann lass ihn fallen. Könnte man so einen Tropfen eigentlich wiederholen, aber dann, jetzt muss auf den Boden fallen. Wenn du ein Taschentuch hättest, nimmst du ein Taschentuch, saugst das alles auf und drückst es wieder aus in die Flasche, fertig. Right now? Nah, I don't have it. Well, what? I won't have it in about 2 seconds. The moment the words left his mouth, I knew what he planned to do. No. Don't. I leapt toward him as I spoke. But it was already too late. Ach, man. Dio snatched the vial out of his pocket, brought it up. Und ist auf eine Brille getreten. And threw it to the ground. Awesome! Yes! Yes! Falls ihr es nicht kennt, es gibt einen Lonely Island Song, der so heißt. Beziehungsweise ein SNL-Sketch. Oder ist es ein Lonely Island Song? Ist Lonely Island, ne? Mit einem sehr guten Video. Yes. You bastard! What are you doing? Haben wir extra dafür gezeichnet, das hast du gerade gesehen, ne? Aber jetzt sind die doch alle, also, was gibt es jetzt noch für eine Entschuldigung, sich nicht auf diesen Mann zu stürzen, ihn zu fesseln, ich glaube, das könnte jetzt auch passieren, ja. So, das hoffe ich. Naja, die Sache ist, wir drehen sich um und gerade im Video kriege ich hier nur 9 Tür auf, weißt du? Stimmt, weil Kay. Das finde ich so lustig, wenn es gleich geht, dann fällt die Tür auf.
Hat sie einfach weggeschlichen. Ist Dio halt auch am Arsch. Ja. You wanna blame someone? Blame yourselves. Nah, that's not how this works. Ugh. I'd had enough. Something snapped in my brain. Bastard! I let out a guttural roar and leapt forward. Okay, mine aber nicht ganz guttural. Only to be stopped short by a firm hand on my arm. Hold it. Fine. Why are you stopping me? Because this isn't the time for that. Huh? What do you mean this isn't the time for- Look at the number 9 door. Super. Kay. Kay was indeed standing in front of the door. What is he- No! 9. His BP is 9. What? Tja, ist Dio auch ziemlich am Arsch. Suddenly we were all running toward Kay and the number 9 door. Tschüss, Kay. Um nicht zu sagen, Kay, thanks, bye. Nice. Entschuldigt sich jetzt. Kay, what the hell do you think you're doing? What am I doing? Well, that should be obvious. But if you insist, I am attempting to leave. Are you fucking kidding me? I assure you, I would do no such thing. I am perfectly serious. After a rational assessment of the facts, I have concluded that this is the wisest course of action. What is currently our highest priority? The answer is, of course, to save Quark. He must be taken to a hospital as soon as possible. For that to happen, one of us must escape and call for help. Currently, the only one of us capable of doing so is myself. That is why I intend to escape. And leave us all behind. Unavoidable. But as I said, I do intend to call for help. Couldn't you have at least waited until the next round? Then you could have raised Quark's BP to 9 and taken him with you. And what would happen if Dio was Quark's opponent in the next round? I have no illusions about what Dio would do. This is the most logical choice. Ist er? Er kann es, ob es jetzt Bullshit ist oder nicht. Ja, ja. Aber er kann es erklären. Es ist halt nicht dieses, nö, fickt euch. So, was war's nämlich beim ersten Mal auch nicht. The number 9 door. It will remain. Trotzdem war das sehr arschig, was er da vorher mit uns gespielt hat. Das fährst du so lustig. Versprichst du uns? Ja, ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich es auch verspreche. Where's Alice? Ah, yes. Alice is in the AB room. She has collapsed. But you needn't be concerned. Sie wirklich bewusstlos gehauen. Ja, aber einfach, mal, könntest du nicht Alice bewusstlos hauen und trotzdem 9 wählen? Nein, warum nicht? Ich muss gehen. Kommst du mit, Alice? Genau. Oh no. What did you do to Alice? You will need to ask her yourself. I must take my leave. Hey! God damn it! Wait! Ja, komm, geh hinterher, Dio. Stirbst du noch darum? Dio charged at Kay. But the larger man easily sidestepped in and tumbled nimbly through the door just before it closed. Schön mit Ö. Aber wenn das hier auch immer die Game Overs sind, denke ich dann so, dann kann man wohl nicht zurück. Das ist so. The number 9. This ends. Thank you. As ist offen. Es bleibt offen, aber ja. Ja. Oh, ey. Aber das bei dem anderen To Be Continued war. Das war tatsächlich. Etwas, das wir in letzter Minute noch tun können. Hätte ich auch gerade zuerst nicht gedacht, dass hier die offensichtlich tödliche Variante zu nehmen, die ist, die man machen muss. Mhm. Finde ich ganz schön. Kann ich noch vielleicht mal ist Excalibur gleichzeitig das Gegengift zu dem, was dort gespritzt wird. Ach so, es gibt ja eigentlich kein Gegengift für, das ist ja einfach nur ein Betäubungsmittel. Hm. Also, das sind zwei unterschiedliche Betäubungsmittel. Das eine ist halt, damit du ohnmächtig wirst, und das andere betäubt ja deine Muskeln. Genau, wir haben aber keine grünen. Doch, wir haben, guck mal, Drette von rechts. Hoch. Meinst du das? Mhm, geh mal drauf. Und das auch? Das aber das waren wir ja schon. Da haben wir schon. Und da waren wir auch schon. There is enough antiviral medication. Da haben wir jetzt eine Lösung für. Die Sache ist, weil wir wissen, wo sie ist. Haben die haben die das Excalibur, was sie hier hatten, von einem anderen Ort? Ja, also wenn wir draufklicken, wirst du es erkennen. Ich würde aber fast vorschlagen, dass wir zuerst das linke fertig machen, oder? Weil ich glaube, sonst sind wir komplett verwirrt, was, wo, wie und wann, in ach welcher so, Timeline passiert. Achso, wegen den Timelines, ja. Genau. Aber ich meine... Ja, nee, können wir machen. Aber dann gehen wir erstmal hier.
Das heißt, hier gehen wir jetzt mit jemand anderem mit. Ja, ne? Genau. Ja. Das muss ja dann, wir hatten ja zwischen drei die Wahl, dann gehen wohl nur zwei davon. Aber einer von denen, da sagt dann einer von denen halt, nee, das will ich nicht. Okay, ich probiere mal Quark. Was ich ursprünglich vorhatte? I want to take Quark and go through the green door. So option C, I no, guess. No, I don't think so. Were you even listening? Nope, it's been weeks. Sorry, woman. That means option C is out of the question. I agree. Option C is a no-go. You'll have to kill me before I'll go anywhere with Dio. Das ist doch offiziell, wenn man auf dieses offensichtlich, wenn man auf dieses Diagramm guckt. Ihr war halt mit Temyuji. If you guys are that determined, I'll pick another door. I had two choices. Ja, ja. Nein. Oh, war es richtig? Ja. I'll take Temyuji, so we go through the blue door. Me? But I picked Betray last time. Exactly. So I'll just make you pick Ally this time. Well, I guess I should say you won't have a choice. Is that so? You mind telling me how you'll do that? I'd love to, but we don't really have time. Aber mich dann töten würdest. Ask me again later, okay? Fine. You're on. So we're doing option A. Meinen Charme so oder so lullen werde. Er wirkt so, als ob er davon sehr empfänglich wäre. Which leaves the red door for Quark, Kay and me. Any objections? Objection. Good. Let's go. Listen, take care of Quark, all right? You needn't worry. I'll watch out for him. 10 seconds. Alle voll lieb. Außer Dio. Right. I'm going, I'm going. We've only seconds to spare. We dashed through the blue door. 2, 1, 0. Chromatic doors closing. Dann kommt jetzt der... Ich freue mich richtig heute Abend. Ich werde mich schön auf die Couch flappen, mir H-Bomber-Reihe anmachen. Ach so. Ich habe nicht mehr geguckt, das hast du mir wieder draufgebracht. Schön. Der hat auch neulich ein Spielevideo gemacht zu so einem alten... Ich weiß gar nicht mehr, für welche Plattform es war. Irgend so ein ganz, ganz alt... Ach, zu Dragon Slayer. Und anderen Spielen von einem der Entwickler von Dragon Slayer. Ja. Das war irgendwie sehr interessant. Ja, kann ich aber nicht ernst nehmen. What? Krass, der hat mal ein Dark Souls 2 Video gemacht, ein 2 Stunden. Ach so. Nein, nein, das Dark Souls Video ging noch nicht 2 Stunden, oder? War das nicht, war das, ich meine das... Ich glaube, das ging so eine Stunde schon. Ach so, ja, das kann auch sein. Das mochte ich auch nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich habe es mir nie ganz angeguckt, weil ich die Argumente kenne ich ja. So. Ich mochte ich meine das auch nicht ernst. Das Video war mir ein bisschen zu herablassend dem Matthew Mitosis gegenüber. Deswegen. Ach, war das so, ja? Ja, ja. Three Doors. Ja, ich meine, gibt auch schon viel, was man an Matthew Mitosis kritisieren kann. Ja, sure, aber man muss nicht so arschig sein. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube einfach, dass es nicht ganz die richtige Variante ist, auf ein viel zu lange Analysevideo mit einem viel zu langen Analysevideo zu reagieren. Keines dieser fucking Videos muss 1 bis 2 Stunden lang sein, oder das hatten wir ja schon lange. Schon öfter. Ja, aber Robin, du hast doch gerade an einem 40 Minuten zu einem. Ich weiß, aber da habe ich wirklich. Knapp 2-stündigen Film gesehen. Ich weiß, aber da habe ich ja wirklich diesen Film. Also alles. Weißt du, habe ich einfach alles. Wenn ich jetzt den Film reviewen wollen würde oder sagen wollen würde, was daran gut oder schlecht ist, würde ich halt 3 Minuten brauchen. Das sind ja 2 sehr unterschiedliche Dinge. Naja, aber das ist ja jetzt wieder der Unterschied zwischen Review und Analyse. Aber lass uns jetzt nicht das thematisieren. Ja. Three Doors, which one should we take? That seems like kind of a silly question. Oh, wir haben wieder Clover dabei, weißt du, das ist immer unser Quatsch. Ja, ja, Clover ist ja gesetzt gewesen. Ja, ja. VIP. Und dann wahrscheinlich, ob sich dieser alte Mann wohl als ein bisschen pervers herausstellen wird? Hm, das wissen wir ja schon. Also nicht pervers, aber Hentai. Ja, aber nicht so krass. Why don't you pull it and find out? Right. Sehr disappointing. Das ging hier sehr viel schneller. Sehr disappointing. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Oh, hey, looks like one of them opened. But only one. Why's that? Hast du schon gerochen aus der Tür? They're probably telling us we should go that way. Sorry, dass ich das jetzt nicht mitgelesen habe. Ich habe gerade sehr komisch aufgestoßen gerade. Das tut mir leid. Ich hoffe, das hat man nicht gehört auf dem Mikro. Ach, wenn schon. Das lässt sich nur real wirken. Du wirkst manchmal so over, bigger than, ne? So what? Bigger, wie sagt man? Bigger than life? Larger than life. So merkt man endlich, dass du, auch du, dass du all dieses Wissen, Mensch, das du in dir trägst. Auch so, nur du, auch du rülpst ab und zu einfach. So, this is the exit, huh? Wieso finde ich denn das nicht? Nothing. Locked tight. Won't even budge. Hm.
So, what the hell is this place? The door said PEC. Guessing it's not for working out, though. It looks like it's probably an acronym or abbreviation or something, but for what? Prepared emergency chocolate? Private ecclesi... What is that in for a word? Ecclesiastical commode? Oh, wait a sec. There's a manual here. I think it explains... Ich weiß genau, was das heißt, aber das sage ich jetzt nicht. Okay, it's a mystery. Hold on. What's it say? This facility is pressurized, maintaining much higher air pressure than the surrounding environment. Hier waren wir doch schon, ne, als wir abgehauen sind. Ja, das wussten wir auch schon. Genau, als wir abgehauen sind, wir durch so einen Raum gegangen. Und da sind die Anzüge drin. Nee, das war ein anderer Raum, der genauso aussah. Also, oh, was ist denn das da links? Was denn? Da blinkt was, oder? Ja, stimmt. Aber das war ein anderer Raum, der genauso aussah. Also das hatte auch eine, ich weiß nicht, ob das Sigma, ob das Fai war, die sagte, das erwähnt. Genau, so einen Raum hatten wir schon mal, aber halt woanders war. Das war nicht der gleiche Raum. Airborne viral contagions. What? Quiet. Keep reading, Clover. Oh, right. Airborne viral contagions have necessitated this step, which is intended to prevent contamination of the installation. All persons wishing to exit the facility must do so through this pressure exchange chamber. Once the chamber has been sealed, the pressure can be lowered to match the surrounding environment. Before the PEC can be depressurized, all occupants must be wearing level A hazmat suits to prevent infection. The PEC will not function. Und da schon haben wir nicht so ein cooles Wort wie hazmat. Hazmat ist ein richtig cooles Wort. Denke ich mir so, ja, doch, doch. Die Apokalypse ist auch ein bisschen cool. Whoa, 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 what's going on here? Are they trying to say the air out there is full of some horrible virus? I don't think it's just any virus. It has to be Radical 6. Oh man, then the newspaper article was true. Genau, dieses eine Ding, von dem wir dachten, dass es fake ist, wurde gerade bestätigt von dem anderen Ding. In dem Ding, was immer noch fake sein kann. Weißt du, was schön wäre, wenn man, wenn einfach, also wenn dieser Suizidpart gelöscht wurde von dem Virus und dann, wenn einfach alle so langsam reagieren, ist das ja wieder egal. Weil dann alle langsam mehr. Dann merkst du wieder nicht mehr. Und das wirkt ja normal. Weißt du? Und dann ist es einfach, also wenn dann von außen zwar betrachten würdest, wäre das alles sehr komisch, aber vielleicht, also vielleicht würden die Muskeln. Das ist wie so irgendwann. Die Frage, wie Insekten Zeit, wahrnehmen, ob die das genauso wahrnehmen wie wir oder ob die das verlangsamt wahrnehmen oder verschnellert. Auf jeden Fall verlangsamt, weil ein Mensch allein für uns, also würde ich jetzt, also ist keine wissenschaftliche Aussage, die ich tätige, wird auf jeden Fall, sondern meine Meinung, aber allein als Mensch verändert sich ja schon deine zeitliche Wahrnehmung, relativ gesehen zu dem, wie alt du bist. Weil als Baby oder sag ich mal als Sechsjähriger ist ein Jahr ein Sechstel deines ganzen Lebens und damit eine viel bedeutendere und längere Zeit als mit 30, wenn das so ein Jahr ein Dreißigstel deines ganzen Lebens ist. Ja, naja, also ich weiß, was du meinst, aber aktiv bleibt eine Sekunde für dich immer eine Sekunde. Ja, also ich würde auch nicht in den Sekundenbereich gehen, aber in dem Monatsbereich dauert ein Monat lange nicht mehr so lange wie ein Monat als Kind, weil es einfach in Relation zu deinem Erlebten so genau, viel kürzer wird. Genau, wie gesagt, aber das hat was mit Relation zu tun. Ja. Ich meine jetzt wirklich das, wie man aktiv Zeit wahrnimmt, genau. Das um sich herum. Ja. Also ist jetzt zum Beispiel aus der Sicht einer Ameise alles irgendwie ein bisschen vorgespult oder alles ein bisschen verlangsamt. So nach dem Motto. Mhm. Weißt du, sind wir dann einfach nur Riesen, die so ganz langsam über die rüber... Das frage ich mich immer, wenn ich große Fabelwesen sehe, warum die immer so langsam laufen. Warum die langsam laufen, ne? Vielleicht fragen sich die Ameisen bei uns auch. Vielleicht laufen die für sich ganz normal schnell und wir unten alle viel... Ich muss aber sagen, dafür, dass die Ameisen sich das denken, kann ich immer sehr leicht zertrampeln. Also vielleicht sollten die einfach die Fresse halten, die scheiß Ameisen. Several long moments of silence crawled past. Manchmal, oh was, diese Ameisen, ne? Genau deswegen mache ich es nämlich auch mal mit denen. Ich kann sehen... Wie sie sich über mich lustig machen, diese kleinen Tierchen. Die armen Ameisen. Das machen die Spinnen auch immer und so fliegen das und anderes so kleines fertig, Getier. Das dass das da so blinkt. Das ist Robin, was ist das? Eine Alarm-Sirene würde ich einfach. Und ich weiß, wir können auch einfach auf irgendwie nachschauen im Internet, aber warum nicht einfach mit, ich wollte sagen Halbwissen, aber einfach mit Unwissen spekulieren? Nö, also das mein... Also ich fühle mich schon von kleinen Tieren oft angegriffen, auf einer persönlichen Ebene. Three of us reagiert dann halt dementsprechend. Stared at one another, our minds working to make sense of this new information. Eventually, Clover shuffled to one of the lockers and opened it. Ist das ein Tanz? Der Shuffle? Der Shuffle. Is this one of those hazmat suits the manual was talking about?
Yeah, I figure they are. Geil. We won't be able to get into the pressure exchange thing unless we've got those on then. And getting that room to decompress is the only way we'll get outside. So, where's the actual decompression room? Have a look. See that lift over there? Ich bin immer noch wütend, dass das ein Elevator sein soll. Oh, ja. Aber guckt man dann von hier einfach woanders hin über die Decompression? Weil das sieht schon genauso aus. Also irgendwo hat man halt die Sirene durch die Decke gesehen. Oh, ist das schlecht. Das war halt, das ist halt ein Effekt, ein Sprite. Ja, es liegt wirklich, die Räume liegen wirklich übereinander. Das ist schon im Spiel. Gut. Da kann man, die Räume liegen tatsächlich übereinander. Kein Grund, warum das wirklich so gemacht wurde, ehrlich gesagt. Das ist ja eh eine Ladezeit. Genau, aber ist das dumm. Das Leuchten geht durch die Decke des Rooms divided into two floors, upper and lower. We're on the lower floor right now. Earlier we were on the upper one. Ach, danke. Den Satz hätte man komplett, also, mein Gott. Japaner sind halt nicht sehr klug. Zumindest laut anderen Japanern. Ich kann nur davon, mein ganzes Wissen über japanische Intelligenz entstammt nur darüber, was japanische Spieleentwickler ihren eigenen Mitmenschen zutrauen. Aber das hört man noch ganz oft im Japanischen. Diese Wiederholung ist doch Standard dort. Das war ja auch Teil von Tim Rogers Video über Xenoblade Chronicles 2. Ja, und auch schon bei Final Fantasy wurde es thematisiert. Das Repetition-Teil. Halt wirklich in jedem japanischen Spiel so ist. Was man ja auch in schlechten Anime-Übersetzungen oder schlechten Spielübersetzungen halt merkt. Weil dann einfach das, oder Metal Gear Solid oder so, einfach merkt. Ja, ja, genau. Weil statt won't open, ha? Huh? Nope. Wobei dann nicht zwingend die ganze Übersetzung schlecht ist, ist es schwierig, das gut zu übertragen. Ja, aber es geht schon. Okay, it's probably pointless, but humor me on this. Let's go put on these suits, come back there here, and try the door again. Maybe, just maybe, we can get it out. Well, it does seem like that's how this thing is supposed to work, but do you really think it'll be that easy? It's hard to believe Zero Senior would make that big of a mistake. Well, let's have a look around anyway. Da ist hier ein riesiger Zero drin. Maybe we'll find something about that virus. Yeah, good idea. What are we standing around for then?